Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem neuen Part Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir sind kurz davor, jemandem die Hucke voll zu hauen, denn wir sind im Tempel des Tropfens, kurz vorm Boss. Wir müssen nur noch eine Sache tun, und das ist die falsche Seite. Einmal den Hebel umlegen. Dann öffnet sich die zweite Luke und alles wird auftauen. Zisch, zisch, zisch. Und da liegt das Element. Schnappen wir es uns. Ich kann mich nicht bewegen. Du hast es geschafft, Marco. Nun können wir uns das Element nehmen. Puh, das war harte Arbeit. Nanu? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja. Wir sind nicht der also das Element ist nicht das Einzige, was aufgetaucht ist. Und, oh nein! Er hat es einfach aufgesaugt! Was soll das denn? Dieses Krakengespenst hat uns das Element weggeschnappt. Hey, steh nicht dumm rum! Marco, schnell, verfolge es! Jo, bin doch schon auf dem Weg. Aber erstmal ein bisschen aufheilen hier. Mit nicht voller Energie in einen Bosskampf zu gehen, keine gute Idee. So. Und hinterher. Oh Gott. Dem wächst ja schon was auf dem Hintern. Ah. Okay, was müssen wir tun? Au. Okay, den Stein auf jeden Fall erstmal ausweichen. Sagte ausweichen. Nee, er ist nicht wirklich langsam. Also. Lass mal versuchen, mit den Pegasus-Stiefeln nach hinten an seinen Hinterteil zu sprinten. Können wir die? Ja, okay, die können wir beiseite hauen. Und ja, genau, das klappt nämlich. Und dann ihn anzünden. Okay, warte. Wir legen mal das Schwert aus der Hand. Ist das die richtige Strategie oder müssen wir... Okay, warte. Anderer Plan. Wir versuchen den Steinblock, den er auf uns ballert, auf ihn zurückzuschießen. Ja! So machen wir ihm Schaden. Und da... Aua. Was? Er friert ein, wenn wir einen Schaden machen? Okay. Aber er kann sich trotzdem noch bewegen. Oh Gott. Jetzt müssen wir ihn aber wirklich von hinten anzünden, damit er wieder auftaut. Oh Gott. Sein eiskalter Atem friert uns auch ein. Tau auf. Oh Gott. Jetzt oder nie. Nein. Okay, dann lieber nie. Verdammt. Was ist die bessere Strategie jetzt? Können wir ihn irgendwie umdrehen? Nein. Okay. Wackel, wackel, wackel. Tau auf. Das ist nicht das Richtige. Vielleicht doch mit Pegasus-Stiefel nochmal. Oh Gott, er hat uns eingesaugt. Jetzt. Oh. Ja, er brennt. Hau auf. Oh nein. Oh Gott. Oh, es tut ihm weh. Und Rampage. Er bringt die Höhle fast zum Einsturz. Ah, jetzt haut es wieder auf. Und anzünden. Nein. So können wir es nicht anzünden. Jetzt müssen wir wieder darauf warten, dass er... Nein, nicht uns einsaugt. Steine spucken. Oh Gott, gibt es hier keine Heilung? Gibt hier keine Heilung. Ja, genau das, aber... Ich kann nicht genau erkennen, ob er einsaugt oder Steine spucken will. Na los. Spuck Stein. Ja. Yeah. Macht er das immer abwechselnd? Verdammt. Könnten diese Steinsplitter vielleicht Herzen fallen lassen? Das wäre gar nicht schlecht. Er spuckt, komm. Ja! Yeah. Ah. Muss ein bisschen aufpassen mit unserer Lebensenergie.
komm, spuck noch mal. Los. Ja. Das war Nummer 3. Er friert wieder ein. Gleich hin, nach hinten. Und anzünden. Oh, instant. Jawohl. Achtung, er rastet wieder aus. Okay, müssen wir das ganze Spiel nochmal machen. Dreimal, wie bei jedem Boss. Was hat er jetzt noch für ein Ass im Ärmel? Ah! Er kommt auf einen zugerannt. Oh, und bringt die Decke zum Einsturz. Nein. Komm, spuck einmal. Kleinchen, ja. Nein! Wieder drauf reingefallen. Aua. Auch mein ganzes Herz. Oh, 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 er macht es dunkel. Das ist noch sein Ass im Ärmel, alles klar. Nein. Aua. Hab ich noch eine Fee? Ja. Oh Gott, er macht es nochmal. Und nochmal. Okay, wenigstens ist es wieder hell. Komm schon, Spuckenstein. Ja. Ich glaube, der Trick ist einfach nur weit genug wegstehen. Oh, er macht zwei hintereinander. Drei hintereinander. Weil, wenn wir weit genug wegstehen und er statt einen Stein zu spucken doch saugt, dann... Ja, jetzt haben wir es geschafft. Dann wäre man noch weit genug weg, um dem auszuweichen. Aber es ist eh vorbei. Der hat uns aber echt was abverlangt. Da ist es, unser drittes Element des Wassers. Oder das Tropfenelement? Das Tropfenelement, jawohl. Tropfenelement erhalten. Das Tropfenelement enthält die Kraft, Feuchtigkeit zu spenden. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal diesen Herzcontainer. Ui. Herzcontainer erhalten, ein Herz mehr und wieder voll Energie. Yes, Nummer 12. Okay. Nochmal auf die Karte gucken. Alles erledigt. 100% abgeschlossen. Tempel des Tropfens. Gehen wir raus. Okay. Ach, hier war der Ausgang. Einmal wieder groß werden. Wir waren die ganze Zeit nur in Minischgröße. Falls es wer vergessen haben sollte. Brrr, puh, ich dachte, mir friert die Nase zu. Ja, jetzt hast du es hinter... Oh. Was ist das denn? Verzeihung. Ein Geisterkönig! Kind. Kind, dass du versuchst, Prinzessin Zelda zu retten. Mein Name ist Gustav. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Komm hierher zu mir. Dann wird sich ein Weg öffnen. Nanu? War das ein Traum? Eine Illusion? Er sagt, er sei der König von Hyrule, aber... Oh, Marco, schau mal auf die Karte. Da ist etwas markiert. Also war es doch kein Traum. Lass uns in der heiligen Stätte das Element übertragen. Ja. Wir müssen zum Tal der Könige als nächstes. Da hat ein begrabener König schon zu uns gesprochen. Und ja... Das könnte etwas gruseliger werden. Okay. Plan. Wir gehen das Element übertragen. Ist das überhaupt der schlauste Weg gerade? Nee, eigentlich irgendwie nicht. Warte mal. Irgendwo von hier gab es auch noch. Ja, genau, hier. Der Weg ist doch deutlich besser. Wir gehen das Element übertragen. Und dann noch nicht direkt zum Tal der Könige. Sondern dann werde ich erstmal die Muscheln los. Das ist mir... Haha, apropos Stichwort Muscheln. Ja, 930. Das ist mir zu heikel. Irgendwo Neues hinzugehen, wo noch ungeöffnete Truhen stehen. Und dann... da irgendwelche Muschelschätze eventuell zu verschwenden. Das will ich nicht. Warte. Wir müssen hier zum Schloss. Und jetzt, wo wir schwimmen können,
kommen wir auch zu dem letzten Tingle-Bruder, Swingle, der uns den vierten Baum da noch aufmacht. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was da für ein Schatz drunter war. Ey, verdammt, warte, was? Shit, wie kommen wir denn jetzt dahin? Waren das Geheimwege? Ne, das waren einfach nur, ja. Müssen wir doch schon zum Tal der Könige? König Gustav hat gesagt, ein Weg wird sich öffnen. Ein Weg ins Schloss. Kommen wir da überhaupt jetzt schon direkt hin? Ne, wir müssen uns ja verdreifachen können. Dafür brauchen wir das... Oder gibt es eine andere Möglichkeit, da hinzukommen? Warte mal. Können schwimmen. Können wir im Wasserfall irgendwas finden? Nein. Unter der... Wir können nicht unter der Brücke durchschwimmen? Was ist das denn? Ja, doof. Lang schwimmen. Ist hier was zum Abtauchen? Nein. Wo geht's hier hin? Die Schlossmauer entlang. Hm. Aber auch hier kein Durchkommen. Warte, da oben geht's noch irgendwo hin. Oh, oh, oh. Oh. Aha. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Will ich diese Truhe öffnen? Nein. Nein, 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 nein. Ich denke zwar, da ist ein Glücksfragment drin, aber das merken wir uns mal erstmal. Das. Nee, nee, nee. Da habe ich zu viel Schiss. Ne, die Lampe packe ich auch mal weg. Die nervt mich sonst nur. Okay. Leute, dann ist es an der Zeit, wieder ein paar Nintendo-Figuren zu finden. Und warte mal, wir haben genug Geld, wir können eigentlich hier ein paar Glücksfragmente kaufen. Ein Glücksfragment, welche Form ist halt das Reiterzufall? 100 Rubine, nehme ich. Glücksfragmente halten. Und das bitte auch. Dankeschön. Kauft doch auch die restlichen Fragmente, das habe ich gewiss vor. Auch 100 Rubine dafür? 200, oh, okay. Haben wir aber noch. Glücksfragmente halten. So, ausverkauft. Alles ausverkauft. Nächstes Mal habe ich wieder was da. Alles klar. Es ist also tatsächlich so, erst wenn wir alles von ihm abkaufen, stockt er wieder auf. Was haben wir hier? Pfeile, Bomben, Lampenöl, Seile, Bomben. Ne, nichts davon. Nur Muscheln, das Schild nochmal neu. Gut. Dann habe ich aber ein anderes Ziel. Komme ich hier wieder so an Land? Ja, perfekt. So. Hallöchen, wir sind wieder da. Wir haben einige Muscheln mitgebracht. So, Leute, folgendes. Ich habe mich da nochmal schlau gemacht, wie dieses Spiel genau funktioniert. Schauen wir uns das nochmal genau an. Ich habe auf dich gewartet. Es sind neue Figuren fertig geworden. Was? Also versuche dein Glück. Ja. Wie viele Muscheln möchtest du für das Los einsetzen? Je höher dein Einsatz, desto höher ist deine Chance auf eine Figur, die du noch nicht hast. Und das ist gelogen. Das ist sowas von gelogen. Ja. Okay, wenn wir jetzt eine Muschel einsetzen, haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 91%. Das ist das Spiel, oder das ist das, was uns das Spiel versucht weiß zu machen. So ist der Satz richtig. In Wahrheit ist das so, dieses Spiel sucht sich in dem Moment, wo wir mit dem Verkäufer hier reden, zufällig eine Zahl zwischen 1 und 100 raus. Und wir müssen jetzt einfach nur raten, quasi welche Zahl das ist. Wenn wir höher als diese zufällige Zahl liegen, dann kriegen wir eine neue Figur. Sollten wir unter der Zahl sein, die das Spiel zufällig ausgesucht hat, kriegen wir eine alte Figur. Und es ist immer dieselbe. Jetzt haben wir natürlich die Wahrscheinlichkeit
ist jetzt... Die Zahl kann natürlich auch 100 sein, ne? Also das heißt, selbst wenn ich jetzt 9 Muscheln einsetze und die Wahrscheinlichkeit sagt 99%, dass wir eine neue Figur kriegen, wenn das Spiel zufällig jetzt die Zahl 100 ausgelost hat, werden wir hier eine alte Figur kriegen. Und zwar bei jeder Zahl, die drunter ist. Es ist so bescheuert einfach. Ich weiß auch nicht, was die beste Strategie ist, ob man wirklich viele Muscheln ausgeben sollte, um immer 100 zu haben oder immer eine Muschel ausgibt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wir machen es erstmal mit einer Muschel, so lange, bis es noch nicht schief geht. Eine Muschel also, ja, gut, dann zieh mal an dem Hebel. Oh mein Gott, ja. So. Grün, war das Monster? Es war... Naja, oder war das... Dekohändler ist ja theoretisch irgendwie Monster und NPC? Ich weiß es nicht. Treten unter anderem in Höhlen auf, sind für gewöhnlich unter der Erde. Dekohändler, yo. Nummer 73. Yay, yeah, neue Figur. Herzlichen Glückwunsch. Ich lege die Figur in das Regal, ja. Kannst du jederzeit angucken. Los geht's weiter. Wie viele Muscheln willst du einsetzen? Wir machen eine Muschel so lange, bis wir eine doppelte Figur kriegen. Ups. Grün, wieder ein Gegner. Bestätigt. Die Nummer 110, Octorok. Es gibt rote und blaue Octoroks, ziemlich lästige Gesellen. Naja, es gibt schlimmere. Herzlichen Glückwunsch. Das einzige Nette an diesem Feature, an dieser ganzen Figurenlotterie, ist, dass man in-game tatsächlich die ganzen Namen der Gegner kennenlernt. Das finde ich sehr interessant. So, wieder eine. Jo, ich ziehe am Hebel. Kriegen wir auch mal was anderes als ein Monster? Nö. Arachno! Treten unter anderem am Gongolberg auf. Und da gibt es nicht die Info, dass die rot und blau sind? Oh, man kann... Ah. Oh, man kann bei einigen runterscrollen. Ups. Ich glaube, wir sollten uns die Figur nochmal angucken. Springen in hohen Sätzen vollkommen unberechenbar durch die Gegend. Deshalb sind sie am besten zu treffen, wenn sie gerade still da sitzen. Oh. Ja, okay, dann gehen wir mal zum Regal. Und das habe ich voll nicht realisiert, dass man bei einigen da noch runterscrollen kann. Ja, hier auch. Der Minister Friedrich, so. Die große Stütze für das Land Hyrule kümmert sich auch um Zeldas Erziehung. Ein schwieriger Job, weil Zelda immer wieder einfach wegläuft. Oh ja, das haben wir ganz am Anfang auch gemerkt. Kein leichter Job. Danke, Minister Friedrich, dass du das so gut hinbekommst. Hohe Feenkönigin. Okay, das ist aber der ganze Text. Das kennen wir alles schon. Nairu hat mehr. Sie will nach Stadt Hyrule umziehen. Es besteht eine Verwandtschaft mit dem Priester von Labrynna. Oh. Labrynna, warte. Labrynna und Holodrum. Das waren die beiden Welten aus Oracle of Seasons und Oracle of Ages. Was war was? Ich hab's vergessen. Ich glaube, warte mal. Ich glaube, Labrynna war Ages, ne? Und Holodrum war das von Seasons. Ja, kann sein. Farora hat auch noch mehr Text. Sie will nach Stadt Hyrule umziehen, ist immer freundlich und hilfsbereit. Sie leidet innerlich darunter, dass sie oft ausgenutzt wird. Oh nein! Oh, die Arme! Wo ist der nächste? Krümel und Conchita. Das Bäcker-Ehepaar von Hyrule. Am beliebtesten ist ihr Glücksbrot. Wenn man Glück hat, kommen aus dem Brot tolle Items hervor. Mhm. Friedliches Hyrule 2. Szene des friedlichen Hyrules Nummer 2 von Meister Minitano. Ja, das haben wir schon gelesen. Nichts Neues. Dekohändler, gut, den hatten wir gerade. Rollassel. Treten an verschiedenen Orten auf. Sie haben einen harten Panzer, den das Schwert nicht durchbrechen kann. Mit dem magischen Krug kann man sie wegschleudern, wenn sie rund sind. Okay. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht. Dubio. Treten fast überall auf. Verstecken sich im Gras oder unter Steinen. Sie fallen einen grundsätzlich hinterrücks an, also aufgepasst, yo. Octorok. Es gibt rot und blaue Octorok, ziemlich lästige Gesellen. Sie treten in allen Zelda-Spielen auf und spucken mit Steinen nach dir. Ist das so? Gibt es kein einziges Zelda ohne Octorok?
Also ja, tatsächlich würde mir jetzt spontan keins einfallen, aber wenn ich so drüber nachdenke. Was ist mit Zelda 2, The Adventure of Link? Sind da Octoroks? Komme ich gerade nicht drauf, aber sonst tatsächlich könnte das stimmen. Ah, okay. Goldener Giftwurm. Goldener Giftwurm, Märchengestalten? Ihr Lebensraum ist unbekannt. Sie sollen stärker sein als gewöhnlich und Marco direkt angreifen. Oh. Wirklich? Wirklich? Das ist die... Das ist die Geschichte zu der Figur. Sie sollen wirklich direkt Marco angreifen? Also, nicht mich, sondern den Hotelier? Der arme Typ? Arachno. Ja, genau, das haben wir jetzt gelesen schon beim letzten Mal. Und das war's. Okay, mehr haben wir noch nicht. Echt so wenig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben noch eine Menge vor. Leute, aber dann wisst ihr Bescheid. Ich werde jetzt erstmal ein paar Muscheln loswerden. Und dann gucken wir beim nächsten Part uns einmal schnell die Figuren an, die neu sind. Und dann gehen wir schnurstracks Richtung Tal der Könige oder Tal des Königs oder wie auch immer das Gebiet da heißt. Und, beziehungsweise was heißt schnurstracks? Ich weiß gar nicht mal, wie wir da hinkommen, weil wir müssen uns ja irgendwie verdreifachen. Wir suchen uns einen Weg, sagen wir es mal so. Das heißt, am Ball bleiben und bis zum nächsten Part. Wie immer, cheerio. Okay, wir machen mal ein kurzes Beispiel, um das, was ich letztes Mal erklärt habe, zu demonstrieren. Ich setze jetzt 5 Muscheln ein. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sollten wir eine neue Figur kriegen. Wir ziehen ein Monster. Und es ist... natürlich keine neue Figur. Warum auch? So, und Leute, jetzt spulen wir auch mal hier zurück. Um das einmal zu demonstrieren. Ich setze 6 Muscheln ein für 91%. Das Spiel hat scheinbar eine Zahl über 90 ausgewählt. Es ist wieder ein Monster. Ich frag mich, was das sein könnte. Na sowas. Wieder ein Dubio. Das ist dubios. Also spulen wir wieder zurück. Und setzen 7 Muscheln ein für 92%. Na, welche Zahl hat das Spiel wohl diesmal ausgelost? Oh, es ist wieder ein Monster. Könnte es vielleicht? Nö. Dubios. Also spulen wir wieder zurück. Und setzen 8 Muscheln ein für 93% Wahrscheinlichkeit. Welche Zahl hat dieses Spiel für diesen Zug wohl ausgelost? Oh, es ist wieder eine grüne. Naja. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Hat das Spiel wirklich die 100 gezogen in diesem Run? 9 Muscheln für 94. Wenn man die Zahl genau trifft, also wenn man 94% hat und das Spiel hat die 94 ausgelost, dann hat man auch gewonnen. Also bei Gleichstand ist es für den Spieler begünstigt, aber es war auch nicht die 94. 10 Muscheln für 95%. Ja, bitte. Es ist wieder grün. Ich meine, okay, es könnte halt einfach ein anderes Monster sein, aber ich glaube noch nicht dran. Nee. Es war auch nicht die 95. 11 Muscheln für 96%, bitte. Und jedes Mal muss man sich diesen Dialog von dem Typen durchlesen. Es ist wieder ein grünes Ei. Oh mein Gott. Aha. Und wir spulen nochmal zurück. So. 12. Mein Weiter, weißt du was? Oder... ja, doch, komm, ich will jetzt genau rausfinden, wo es ist. 12 Muscheln, 97. Nochmal. Grün. Na. Gib mir was anderes als ein Dubio. Ich kann dieses Vieh nicht mehr sehen. Ne, gehen wir gleich hier hin, da sind die 13 schon eingestellt. So, bitteschön. 98%. Es ist wieder grün.
sag euch, es ist die 100. Ich sag euch, es ist die 100 hier. Das ist Worst-Case-Szenario. Warte, da sind die 14, 99. Ist es die 99 oder die 100? Ist es die, ich sag, es ist die 100. Komm schon, gib mir nochmal ein Dubio. Oh, es ist grün. Nein! Oh, schade. Es sind die 99, aber... Ich glaube, ihr habt's verstanden. Ich glaube, ihr habt's verstanden.